Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Und damit gleich zum ersten Thema. Der markante Gewofag-Neubau im östlichen Teil der Messestadt Riem wird noch dieses Jahr fertiggestellt. Neben mehr als 200 bezahlbaren Wohnungen schafft er Raum für wichtige Angebote im Quartier. Unter anderem werden dort eine Stadtteilbibliothek, ein Gesundheitszentrum und ein Jugendtreff einziehen. Hier ein Rundgang über die Baustelle. Es ist bereits in den letzten Zügen. Das ehrgeizige Neubauprojekt Messestadt Riem Ost der Gewofag. Am östlichen Ende der Willy-Brandt-Allee entstehen 218 bezahlbare Wohnungen. Doch die Bedeutung des Projekts geht weit darüber hinaus. Das ist die Besonderheit. Es sind viele soziale und kulturelle Einrichtungen. Auch Beispiel eine Stadtteilbibliothek, ein Gesundheitszentrum, ein Jugendtreff, ein Bildungslokal und auch Gastronomie vervollständigen dort das Angebot. Und besonders stolz sind wir, dass wir dort dann in eigene Räume ziehen können für unser Mieterzentrum, das für den Münchner Osten, Nordosten und in diesem räumlichen Bereich dann zuständig sein wird. Damit wird der Neubau wichtige Funktionen für die gesamte Messestadt übernehmen. Fakt ist, Riem Ost ist ein wichtiger Baustein für die gesamte Messestadt. Und die Gewofag ist und bleibt die größte Vermieterin auf dem Areal des ehemaligen Flughafens Riem. In den Neubau wird eine vielfältige Mieterschaft einziehen. Ja, wir haben wie immer ein breites Angebot von geförderten Wohnungen, ganz klassisch, aber auch, und das ist die Besonderheit hier, ein großer Anteil, über ein Viertel von sogenannten Wohnungen konzeptioneller Mietwohnungsbau. Das sind Wohnungen, die nicht viel, aber bisschen höherpreisig sind, um die 10, 11 Euro pro Quadratmeter netto kalt, die wir dann ohne Einkommensgrenzen dann vermieten können. Müssen andere Voraussetzungen erfüllt sein, aber das ist ein auch nicht so ganz gewöhnliches Angebot für uns. Über 50 Wohnungen werden an junge Berufstätige gehen. Und noch besonderer, wenn man so will, ist das Pilotprojekt, nenne ich es jetzt mal, Junges Wohnen. Das sind Wohnungen für junge Berufstätige, also nicht das klassische Azubi-Wohnen oder das klassische studentische Wohnen, sondern für junge Menschen, die in der Berufstätigkeit schon stehen. Das ist ein neues Angebot in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München. Alle zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner können sich über einen grünen Innenhof und eine begehbare Dachterrasse freuen. Außerdem ist die U-Bahn-Station direkt vor der Haustür. Noch in diesem Jahr wird der Neubau fertiggestellt. Es ist ihr eine besondere Herzensangelegenheit. Seit fast 30 Jahren engagiert sich die Stadtsparkasse München in Sachen Münchner Kunst und Kultur. Dafür hat die Städtische Bank extra eine Kulturstiftung gegründet. Nur eine von mehreren Stiftungen, in denen viele Projekte verstärkt unterstützt werden. You paid for. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hat die Münchner Kultur Unterstützung besonders nötig. Für Bands gibt und gab es kaum Möglichkeiten aufzutreten, für Künstler keine Ausstellungen. Helfen tut hier die Kulturstiftung der Stadtsparkasse München. Und damit nicht genug. Bereits 1968 hat die Städtische Bank ihre Altenhilfestiftung gegründet. Später folgten dann die Stiftung Straßenkunst, die Stiftung Soziales und die Kinder- und Jugendstiftung. Des Weiteren haben wir aber auch noch unsere Kundenstiftung Gemeinsam Gutes tun. Die ist vor allem für Kunden, die selber keine Stiftung gründen möchten, aber trotzdem einen Beitrag in eines dieser Themen leisten wollen. Und Gemeinsam Gutes tun. Insgesamt haben die Stiftungen der Stadtsparkasse München allein im letzten Jahr über 80 soziale und kulturelle Projekte mit rund 900.000 Euro unterstützt. Die Kulturstiftung, die fördert die Kunst, die Kultur, die bildende, die gestalterische Kunst, Musik, Literatur. Und es werden unter bestimmten Kriterien Förderanträge eingereicht. Es wurden aus den über 80 eingereichten Förderanträgen wurden dann 20 Projekte, die gefördert werden, ausgesucht.
Und die Stadtsparkasse hat noch zu dem Ergebnis der Stiftung 50.000 Euro zusätzlich dazugegeben, sodass wir 100.000 Euro zum Verteilen hatten für die zu fördernden Projekte. Die werden entschieden vom Expertengremium, dem sogenannten Kuratorium, und dann wird es vom Stiftungsvorstand verabschiedet. Zwei Beispiele, die von der Kulturstiftung heuer gefördert werden. Das Dogfest, das vom 5. bis 16. Mai wegen Corona online stattfindet. Dieses bietet ein sorgfältig kuratiertes und exklusives Filmprogramm. Mit Wettbewerben und Preisen, begleitet von Filmgesprächen mit Gästen aus der ganzen Welt. Wenn die jetzt sagen, ja, du gehst nach Afghanistan, dann kann ich da schwer Nein sagen. Beispiel 2, der Theatron Musiksommer im Olympiapark. Das Festival soll heuer vom 3. bis 27. August über die Bühne gehen, mit Hygienekonzept und reduzierter Besucherzahl. Kultur ist einmal für den Nachwuchs wichtig, aber Kultur ist auch integrierend, fördert die Vielfalt, fördert die Kreativität und Kultur greift auch gesellschaftlich relevante Themen auf. Drum ist uns die Kulturstiftung und die Förderung der Kultur in der Stadt sehr wichtig. Die Devise lautet: Wir machen München lebens- und liebenswerter. Die Stadtsparkasse fördert viele soziale und kulturelle Themen und ist somit nicht nur ihr Partner für finanzielle Belange, sondern auch für viele, viele andere Themen in unserer Stadt. Am 9. Mai ist Europatag. In München wird er zum zweiten Mal zum Europamonat ausgeweitet. Während des Aktionsmonats wird es viele digitale Angebote und Veranstaltungen rund ums Thema Europa geben. Und sogar auf den Schienen ist Europa präsent. Start frei für den Europamai. Mit dabei sind auch die Münchner Trambahnen, denn auch sie zeigen Flagge, um ein Zeichen für Europa zu setzen. Anlässlich des Europamais präsentieren wir eine Straßenbahn mit Europaflaggen, die so durch München fahren wird. Ich glaube, 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sieht man, wie wichtig ein geeintes, friedliches und demokratisches Europa ist. Zudem haben wir sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa in unserem Unternehmen als Stadtwerke München. Und von daher sind wir gerne dabei und freuen uns. Während des Aktionsmonats bieten Organisationen, Institute und Kulturschaffende in München eine Vielzahl von Angeboten und Veranstaltungen rund um das Thema Europa. Es ist flankiert von ganz, ganz vielen Veranstaltungen zum Thema Europa, die die Landeshauptstadt durchführt und dass eben auch alle Münchnerinnen und Münchner gut sehen können, was da passiert. Dafür gibt es die Tram. Es gibt ganz unterschiedliche Veranstaltungen, natürlich in diesem Jahr vor allen Dingen digital. Und unter europa-mai.de kann man sich hier auch erkundigen und kann wirklich schauen, was einem gut gefällt. Die Europatrams der MVG sind bis Ende des Monats auf dem gesamten Streckennetz unterwegs. Mit einem breiten Beratungsangebot sorgen die Stadtwerke München dafür, dass ihre Kundinnen und Kunden nicht mehr Energie verbrauchen als notwendig und somit auch nicht zu viel Geld ausgeben. Vor allem für Haushalte mit geringem Einkommen ein wichtiges Thema. Die Beratung für diese Haushalte beinhaltet auch eine Tarifberatung sowie Unterstützung bei anderen Verwaltungsthemen. Die SWM setzen ihre erfolgreiche Energieberatung für Haushalte mit geringem Einkommen fort. Als Reaktion auf die Kontaktbeschränkungen zur Pandemieeindämmung bieten sie vorübergehend eine spezifische Telefonberatung für Haushalte mit geringem Einkommen an. Die Mehrzahl der interessierten Haushalte nimmt das neue Angebot der SWM an. Schon die ersten Termine haben gezeigt, dass sowohl die Verbrauchsanalyse als auch die entsprechenden Tipps zur Verhaltensänderung durchaus telefonisch möglich sind. Nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen werden wir wieder für unsere Kundinnen und Kunden vor Ort da sein. Auch die monatliche Energiesprechstunde in den Räumen des Seniorenbeirats findet so schnell wie möglich wieder statt. Seit über 11 Jahren ist das besondere SWM-Beratungsprojekt erfolgreich für Gesellschaft und Klima. Das Angebot trägt nachhaltig zur Energieeinsparung bei und somit auch zur Entlastung des Klimas.
In den letzten 11 Jahren haben über 16.000 Haushalte den Beratungsservice genutzt. Im Schnitt wurde der Stromverbrauch um mehr als 10% reduziert. Rechnerisch entspricht das ungefähr 1.000 Kilowattstunden. Das sind ungefähr 230 Euro Ersparnis. Darauf sind wir sehr stolz, denn das ist gut für den Geldbeutel und das ist gut für die Umwelt. Alle Informationen und die besten Energiespartipps für alle haben die SWM auf ihren Internetseiten zusammengestellt. Und hier in unser München geht es jetzt weiter mit der Rubrik Veranstaltungen. 4 Jahre Nebenrollen, Pupsrollen, Rollen, auf die keiner einen Scheiß gibt, Rollen, die nicht mal in Kritiken erwähnt werden. Wer wird die ganze Zeit erwähnt? Schauspieler A, Schauspieler B. Grandios, Wahnsinn. Wir kriegen nicht mal die Chance, gesehen zu werden. Und dann werden wir gekündigt? Ich bin sauer. Sie sind gekündigt. Die Schauspieler Sina und Max. Und nun schlagen sie zurück. Aus Rachelust brechen sie nachts ein ins Münchner Volkstheater und gehen auf Beutezug. So der Inhalt von Späte Rache, ein Kurzfilm im Rahmen der neuen Webserie Spielzeit, die das Münchner Volkstheater gemeinsam mit Studierenden der HFF München realisiert hat. Regie führt bei diesem Clip Alexander Löwen. Was ist das? Verdammte Scheiße. Ihr kriegt mich hier nie raus. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Man muss sagen, das Volkstheater hat uns wirklich Freiheiten gelassen. Also wir durften uns austoben, wir durften verrückte, absurde, dramatische Ideen verwirklichen. Und alle am Haus haben wirklich uns unterstützt und alles möglich gemacht, damit wir diese Serie realisieren können. Also ja, es war eine wirkliche Freude, das zu kreieren. Die Schauspielerinnen und Schauspieler hier haben wahnsinnig große Lust auch auf Improvisation gehabt. Und das war eine unserer Arbeitsweisen. Wir haben grobe Konzepte, Handlungslinien, Konflikte entwickelt und dann gesagt, okay, und jetzt schmeißen wir uns ins kalte Wasser und improvisieren und schauen, was rauskommt. Und dadurch, dass es am Theater grundsätzlich auch improvisatorisch zugeht, waren diese Schauspielerinnen und Schauspieler hier wahnsinnig dafür bereit und offen und haben sich auch mit großem Elan in diese Arbeit gestürzt. Wie sind die Männer so schlecht? Na, aber tanzen hätte ich schon noch gern wollen. Glaubst du, dass du damit durchkommst? Ich schmeiß dich doch in den Saal, wenn du das Falsche hier inszenierst. Das ist ein Bühnenbild. Hier ist ein Bühnenbild. Insgesamt 8 Kurzfilme haben die HFF-Studenten mit Schauspielern vom Münchner Volkstheater produziert. Sie geben Einblicke in den Theateralltag und den Probenwahnsinn in einer besonderen Zeit. Natürlich ist es gut, ich sag's euch, ich zeig's euch, wenn ihr es schriftlich braucht. Ja, Regiebuch. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde ab jetzt noch öfter improvisieren. Weil das ist nämlich etwas, was wahnsinnig Spaß macht. Wenn die Figuren klar sind, wenn die Konflikte klar sind, dann hat man da eine unglaubliche große Entwicklungsfreiheit und Potenzial, was man da an Kreativität ausschöpfen kann. Und das werde ich sicherlich in das eine oder andere Projekt in Zukunft auch einbauen. Alle mal herhören. Es ist alles unter Kontrolle. Wir können gleich wieder reingehen. Wir haben die Ursache für den Alarm gefunden. Es wurde geraucht. Und zwar in Garderobe 2b. Wir wissen ja alle, wem die gehört. Also wenn man jetzt in dieser leider, muss man sagen, kulturarmen Zeit Lust hat, mal wieder Schauspielerinnen und Schauspieler in Action zu sehen, wenn man Lust hat auf unterhaltsame, kurze, knackige Filme, die Spaß machen, die einen vielleicht auch mit offenem Mund zurücklassen, weil man vielleicht manches erstmal verstehen muss, erstmal greifen muss, weil wir vieles Verschiedenes haben, Experimentelles, Absurdes, Lustiges, dann ist man bei dieser Serie richtig. Zu sehen sind die 8 Spielzeitclips unter anderem verlinkt über die Webseite des Münchner Volkstheaters oder direkt auf YouTube, Facebook und Instagram. Wir sind am Ende unserer Sendung, würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann gibt es wieder die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin eine angenehme Zeit. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.